Ist der endlich fertig? Das hörst du ja. Warum macht denn der so lang? Eine halbe Stunde hätte völlig gereicht. Der Mann ist doch miserabel. Die Leute lachen, das ist die Hauptsache. Außerdem, was kostet er uns? 20 Mark und das Essen. Na? Wie war's? Wie soll's gewesen sein? Das war doch ein Riesenbeifall, den müssen Sie doch gehört haben. Ja, der war ganz ordentlich. Ganz ordentlich? Na, hören Sie mal, das war doch der stärkste Beifall seit Jahren. Aber die Leute haben doch getobt. Das war eine gute, eine sehr gute Vorstellung. Das war ein ausgezeichnetes Publikum. Die sind doch mitgegangen. Das war eine gute, eine ganz hervorragende Stimmung. Ich bin wie aus dem Wasser gezogen. Warum ziehen Sie auch diesen Frack an? Wie meinen Sie? Dass es nicht nötig ist, so einen Frack anzuziehen. Ich trete immer im Frack auf. Ich bin mein Leben lang im Frack aufgetreten. Bitte. Ich mein's ja nicht so. Das verstehen Sie auch nicht. Meine Gage, mein Essen. Bring ihm sein Essen. Ja schon. Wollen Sie mir nicht die Karte geben? Auch die Karte kriegen Sie. Wo wünschen Sie zu speisen? Hier? Mach ihm hier was zurecht. Warum kann der nicht im Saal essen? Es war doch ein großer Erfolg. Das war es doch. Ja, das war's. Ganz prima war's. Genau das Richtige für die Leute. Ja, Gott, jetzt muss ich hier auch noch bedienen. Wollen Sie bitte eine Tischdecke auflegen? Tischdecke? Ja, hörst du ja nicht. Wissen Sie, was da im Saal los ist? Zwei Gedecke, bitte. Zwei? Ja, für mich und meine Tochter. Ja, wir haben das so abgesprochen. Leg noch ein Gedeck auf. Tochter? Na, die ist doch gar nicht da. Sie wird mich abholen. Ich warte mit dem Essen auf Sie. Was für Wein haben Sie? Wein? Ja. Hast du das auch mit ihm abgemacht? Nein, nein, den muss er bezahlen. Das Geld liegt ja da. Zweimal die Ente, eine Flasche Mosel. Aber ich warte. Guten Abend. Sagen Sie, ist der Waldemann schon fertig? Wer denn das? Ja, der Konferencier, der ist dabei Ihnen aufgetreten. Herr Waldemann. Die Ursula ist tot. Was? Was ist? Wir können Sie nicht durch. Fahren Sie bitte zurück. Das ist der Vater. Also, ganz noch. Wie hat man Sie gefunden, Herr Waldemann? Das ist der Vater. Ich habe den Vater gebracht. Sag mal, wie sieht denn der aus? Hat gerade eine Vorstellung gehabt. Was ist denn der Sänger? Ein Humorist. Wasser! Hier? Ja, hier, warte mal. Ja, wo ist sie denn? Der Mann hat sie schon weggebracht. Sie lag dort auf der Wiese. Zuerst ist man auf den Wagen aufmerksam geworden. Das ist doch ihr Wagen. Ja. Der steht hier im Halteverbot. Der Motor lief. Die Türen standen weit offen. Dann erst hat man sie gefunden. Mit einer Kopfverletzung. Sie ist erschlagen worden. Erschlagen? Kann ich vielleicht ein paar Fragen an Sie richten? Moment bitte. Du kannst den Mann doch jetzt nichts fragen, Robert. Siehst du das denn nicht? Die Wohnung hat drei Zimmer. Da hinten, das ist meins. Hier wohnt Waldemann mit seiner Tochter. Warte es hier. Kann man da mal rein? Bitte schön, kommen Sie mal. Danke. Ist er das? Ja, das ist er. Sind alte Plakate. Warum sieht das denn hier so aus? Wie finden Sie es denn? Na, es gibt Hübscheres. Er will es nicht anders. Für ihn ist das hier ein Provisorium. Es lohnt nicht, meint er, sich an einem Ort festzusetzen und einzurichten. Ja. Wenn man andauernd unterwegs ist. Ist er andauernd unterwegs? Nein. Hat er keine Engagements mehr? Oh, doch, doch, die hat er noch. Hin und wieder, ja. Nicht mehr in Baden-Baden, wissen Sie, das gerade nicht. Aber er hat noch zu tun. Die Ursula kümmert sich darum, dass er noch zu tun hat. Die besorgt ihm alles. Heute Abend ist er im Eisenbahnersportverein. Hat sie ihm auch besorgt. Ist sie das? Ja, das ist sie. Er wollte sie mal mit auf die Bühne bringen, aber dazu hatte sie keine Lust.
Hatte sie einen anderen Beruf? Beruf? Nein. Sie wollte es nicht und er wollte es nicht. Wie war das Verhältnis zwischen Vater und Tochter? Die reine Liebe, Herr Kommissar. In welcher Beziehung stehen Sie denn zu Waldermann und seiner Tochter? Ich bin ein Untermieter. Waldermann sagte, du kannst hier wohnen. Haben wir jemanden, der in der Wohnung ist, wenn wir auf Tournee sind? Sie sind nicht mehr berufstätig? Ich schreibe. Ich versuche zu schreiben. Ich schreibe Sachen, die ich nicht verkaufen kann. Sind Sie befreundet mit Waldermann? Ja. Ja, ich bin mit ihm befreundet. Entschuldige bitte, Alfred, entschuldige. Ich habe meinen Schlüssel und ich hatte mich noch nicht umgezogen. Ja, schon gut. Das ist die Polizei. Guten Abend. Guten Abend. Hast du schon gehört? Ja. Ja, ich habe gehört, Erwin. Wo haben Sie dich erreicht? Ich hatte gerade meinen Auftritt beendet. Ich hatte meine Gage kassiert und wartete auf das Essen. Und auf Ursula. Und da kommt der Vorsatz und sagt, ist tot. Ich verstehe, Erwin, ich verstehe. Alfred, ich war da. Ich habe gesehen, wo das war. Eine Anlage. Gras, ein paar Büsche. Am Bordstein stand der Wagen. Die Türen offen. Weit offen. Sie selbst. Selbst hat man schon weggebracht. Komm rein, dann. Komm rein. Guten Abend. Guten Abend. Sie sei erschlagen worden. Wer hat Sie denn erschlagen? Was heißt denn das? Erschlagen? Was heißt denn das? Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung hat Ihre Tochter einen Schädelbruch. Hervorgerufen wahrscheinlich durch einen harten, scharfkantigen Gegenstand aus Eisen. Aus Eisen? Ja. Der Mann ist selber tot. Das sehen Sie hoffentlich. Ja, das sehe ich. Trotzdem muss er uns ein paar Fragen beantworten. Was soll er Ihnen denn sagen? Beispielsweise die Tochter war mit dem Wagen unterwegs. Woher sie kam, wohin sie wollte. Das weiß er auch nicht. Ich war doch hier den ganzen Abend. Herr Waldermann hatte seinen Koffer gepackt. Wieso den Koffer gepackt? Weil er sich immer erst an Ort und Stelle umzieht in der Garderobe. Was sie ihm da so geben als Garderobe. Ja, ich verstehe. Er hat also seinen Koffer gepackt und wartete auf Ursula. Warum wartet er auf sie? Weil sie ihn immer mit dem Wagen hinbringt. Aber heute Abend kam sie nicht. Gott, sagt er, warum kommt sie denn nicht? Ich muss doch weg jetzt. Muss doch pünktlich losgehen. Aber sie kam nicht. Da hat er seinen Koffer genommen und ist zur Straßenbahn rüber. Und Sie sind zu Hause geblieben? Ich, ja. Und wann kam sie dann? Ist sie überhaupt noch gekommen? Ach so. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil... Ich bin dann auch gegangen. Wohin? Nur mal runter. Ich renne zuweilen ein bisschen in den Straßen rum. Hatte das Mädchen Freunde? Sie haben doch das Foto gesehen. Wenn man so aussieht. Können Sie uns Namen nennen? Namen? Hier wird nach Namen gefragt, Erwin. Ich weiß nicht. Es waren manchmal junge Leute an der Tür. Ich habe Ihren Namen nicht behalten. Nicht mal Ihre Gesichter. Ja, ist gut. Können wir das Foto da mitnehmen? Dürfen Sie das Foto mitnehmen, Erwin? Sie bekommen es zurück. Ja, ja, ist gut. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Ist der Waldermann verheiratet? Nein, geschieden. Seit 4 Jahren. Als es abwärts mit ihm ging, nahm sie die Kinder und verschwand. Die Kinder? Es gibt da noch 2, nur was? Ursula blieb bei ihrem Vater. Ja, vor 4 Jahren, da war sie 17, 18.
Als ich Sie nach der Beziehung zwischen Vater und Tochter fragte, gebrauchten Sie eine ungewöhnliche Formulierung. Was sagte ich? Sie sagten, es sei die reine Liebe zwischen Ihnen. Ja. Ja, das stimmt. Er wird es auch nicht überleben, dass sie tot ist. Bist du schon auf? Ich wollte dich sowieso fragen, ja, ob du... Willst du mit mir Kaffee trinken? Ja, gern. Ich habe nämlich für zwei gedeckt. Ja, ich sehe. Du hast nicht geschlafen. Nein, nein. Es war eine schreckliche Nacht. Komm, setz dich, Alfred, setz dich. Komm. Ich habe dich weinen hören. Wundert dich das? Die ganze Nacht ging es mir im Kopf herum, was der Kommissar gesagt hat. Keine sehr belebte Straße. Kaum Verkehr. Daneben eine Anlage. Büsche, Bäume, ein paar Kieswege. Ich kenne den Platz ja, Erwin. Du kennst den Platz? Ja, ich gehe manchmal spazieren da. Ja, wenn du den Platz kennst... Was für Leute sind denn da abends? Da müssen sich doch irgendwelche Leute herumtreiben. Wie immer in solchen Anlagen. Gesindel, Sträuche. Ja, natürlich. Denen es nichts ausmacht, auf ein wehrloses Mädchen einzuschlagen. Aber irgendjemand hat ein Eisen gerammelt! Ich werde es rauskriegen, wer es war. Ich werde es rauskriegen. Aber setz dich doch schon endlich! Entschuldige, Alfred, entschuldige, bitte. Ich bin total am Ende. Guten Morgen, Herr Kommissar. Oh. Herr Waldermann ist gerade weggefahren. Ist weggefahren? Ja. Ich habe ihn noch gefragt, wo fahren Sie denn hin, Herr Waldermann? Hat er gar nicht geantwortet. Das wäre nämlich gar nicht gesehen hätte. Ja, Robert, ich gehe mit Walter raus. Ja, ist gut, Chef. Ach, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Sie wohnen hier im Haus? Im zweiten Stock, ja. Sagen Sie, wie gut kennen Sie die Ursula Waldermann? Gut, vom Sehen. Die wohnen ja jetzt 3 Jahre im Haus hier da. Also Sie kennen sie nicht näher? Näher? Ich meine, wenn Sie im selben Haus wohnen, dann wissen Sie vielleicht so, was privat mit ihr los war. Privat, ja. Hatte eine Menge Bekannte. Freunde, oder? Ich weiß ja nicht, was das für Leute waren. Ältere meistens. Was meinen Sie, was da manchmal für Wagen standen? Wieso ältere Leute? Das war doch alles für ihren Vater, wenn der nur ein Engagement kriegte. Die Leute waren für sie wichtig. Die konnten noch sicher bei ihr landen. Wegen der Engagements für ihren Vater. Wer will denn die Witze von dem noch hören? Herr Kommissar. Guten Morgen, Herr Waldermann. Ich hörte, Sie sind noch mal hierher gefahren. Ja. Ja, ich hatte meinen Schminkkoffer vergessen. Sie hatten gestern Abend hier Ihre Vorstellung? Ja. Ja. Es war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Ein sehr gutes Publikum. Es war eine Riesenstimmung. Man merkt das. Man spürt das, wenn man das Publikum in der Hand hat. Es reagiert auf jeden Atemzug, auf jede Silbe, auf jede Bewegung der Hand. Das ist ganz selten, aber gestern Abend war das so. Ihre Tochter war gewöhnlich dabei, bei jeder Vorstellung. Ja, das ist sie. Sie sitzt immer unten links. Schade, dass sie gestern Abend nicht da war. Ausgerechnet gestern war der Platz leer. Sie lacht nicht, aber sie muss es ja nicht. Sie kennt ja jede Pointe und jede Bewegung. Aber... wenn etwas ganz besonders gut ankommt, dann nickt sie mir zu. Und gestern Abend hätte sie mir zugenickt, weil es ein so ungewöhnlicher Abend war. Und dann dieser schreckliche Abschluss. Ich hole jetzt die Sachen. Die haben da so einen Abstellraum, wo sie ihre Stühle aufbewahren. In einer Rumpelkammer muss man sich umziehen. Wo ist er denn jetzt hin? Er holt seine Sachen. Sagen Sie, wie war denn die Vorstellung gestern Abend? Auch ganz ordentlich. Ich denke, es war ein Riesenerfolg. Ja, die Leute haben gelacht, ihren Spaß gehabt, aber Riesenerfolg. Wenn Sie mich fragen, der Mann ist passé.
Und warum haben Sie ihn dann genommen? Seine Tochter kam jeden Tag her, hat auf mich eingeredet, bis ich dann gesagt habe, na gut, in Gottes Namen. Ach, Sie kennen die Tochter also? Sie hat mir ja ihren Vater verkauft. Was hatten Sie für einen Eindruck von ihr? Eindruck? Sie war ziemlich hartnäckig. Kam jeden Tag her, hat gesagt, eines Tages werde ich sie schon rumkriegen. Es ist mir ja dann auch gelungen. Das ist ein hübsches Mädchen, ne? Ja, das stimmt. Aha. Wo steckst du denn eigentlich? Ich rede doch mit dem Kommissar, das hörst du doch. Der Waldermann steht draußen, bei seinem Wagen. Noch eine Frage. Wann ist denn Herr Waldermann gestern Abend gekommen? Wann? Er kam etwas zu spät, er kam mit meinem Mann. Mit Ihnen? Ja, mit mir. Ja, wieso mit Ihnen? Ich war in der Stadt und als ich zurückkam aus der Stadt mit meinem Wagen, da sah ich hier kurz vorher einen Mann mit einem Koffer auf der Landstraße. Und ich hielt an und sagte, hey Waldermann, warum laufen Sie denn? Da sagte er, meine Tochter ist nicht gekommen, bin ich schon zu spät? Darauf sagte ich, Quatsch, Waldermann, es macht doch nichts, doch kein Beinbruch, wenn Sie mal zu spät kommen. Ich glaube, ich kann nicht fahren. Na ja, geben Sie mir die Schlüssel, ich fahre Sie. Ja, aber Sie haben doch Ihren eigenen Wagen. Ja, den kann ich auch holen lassen. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie von drüben einsteigen. Ja. Ein hübscher Wagen. Der Wagen? Mhm. Ja, das ist er. Man ist unabhängig. Man braucht kein Geld ausgeben für Hotels. Ideal. Es war eigentlich Ursulas Idee. Sie sagte, warum sollen wir immer so viel Geld ausgeben für teure Hotels? Ja, da hat sie recht. Ich war ja gar nicht so einverstanden damit. Ich sagte, Kind, ich muss in den besten Hotels absteigen. Ich muss es einfach. Man erwartet das von mir. Ich kann nicht mit einem Campingwagen vorfahren vor einem Kurhaus. Aber ich sehe, Ihre Tochter hat sich durchgesetzt. Ja, das hat sie. Wo sind wir denn hier? Herr Kommissar, sehen Sie die Burschen da drüben? Gesindel, da treibt sich Gesindel herum. Sehen Sie das, Herr Kommissar? Herr Waldermann. Das ist Gesindel, Herr Kommissar. Da treibt sich Gesindel herum, sehen Sie das? Das sind Sie, Gesindel, Sträuche! War das einer von euch? Waren Sie das? Mit einem Eisen! Sind Sie bereit? Mit einem Eisen! Herr Waldermann, was will denn der? Sie nehmen Sie zusammen. Lassen Sie die jungen Leute. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, bitte. Bitte entschuldigen Sie. Das ist Polizei. Das ist die Mutter von Ursula. Guten Tag, Frau Waldermann. Ich wurde angerufen. Ja, das haben wir veranlasst. Ja, weiß man, wie es passiert ist? Nein. Und niemand hat etwas gesehen, gehört oder bemerkt? Anscheinend niemand. Ja, aber es muss doch einen Grund geben. Hat man sie beraubt oder wurde sie... Nein, nein. Deshalb haben wir sie kommen lassen. Ja, und wo ist er jetzt? Er hatte gestern Abend eine Vorstellung und da hat er seine Kleidung und seinen Schminkkoffer vergessen. Was denn, er holt seinen Schminkkoffer? Ja. Ja, tritt er denn noch immer so auf? Ja. Und warum war Ursula nicht bei ihm? Sie fährt ihn doch immer. Ich habe gehört, dass sie ihn nicht einen Augenblick allein lässt. Gestern Abend haben wir auf Ursula gewartet. Sie ist nicht gekommen. Deshalb ist er mit der Straßenbahn gefahren. Und wo ist er denn aufgetreten? In einem Gasthof in Thalkirchen. Oh Gott, in einem Gasthof. Ja. Und Ursula, wo ist sie gewesen? Das eben wissen wir nicht. Ich wusste nicht, dass es beiden so schlecht geht. Warum hat sie mich denn nicht angerufen? Sie hat ihren Namen nie erwähnt. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der hat oft von ihnen gesprochen. Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen, Frau Waldermann? Vor 4 Jahren. Seitdem nicht mehr? Nein. Wem wurden denn seinerzeit die Kinder zugesprochen? Mir. Aber Ursula wollte nicht zu mir.
Ich habe dem Gericht damals gesagt, er kann nicht für ein Kind sorgen. Er kann es nicht. Er ist unfähig dazu. Ruth. Er weiß nicht, was Verantwortung ist. Er ist ein Mensch, der keine Verantwortung spürt. Wo ist das Kind jetzt? Wo ist es? Was habe ich dir damals gesagt? Erinnerst du dich, was ich damals gesagt habe? Das Kind wird unter die Räder kommen. Habe ich das gesagt? Und was für ein Leben hast du dem Kind geboten? Und wie hat es geendet? Sie wurde ermordet! Ach, Entschuldigung, Frau. Ja. Sind Sie in nächster Zeit verfügbar? Ja. Wann wird sie beerdigt? Ja. Die Leiche ist von der Staatsanwaltschaft noch nicht freigegeben. Werde ich verständigt? Natürlich, wir können Sie verständigen. Wenn noch irgendetwas zu erledigen ist, Formalitäten oder wenn Geld benötigt wird, mit meinem Mann wird nicht mehr viel anzufangen sein. Er ist ziemlich am Ende. Er ist total am Ende, er ist tot. Er wird nie wieder auf einer Bühne stehen. Er tritt heute Abend auf. Was tut er? Ja, er hat eine Vorstellung im evangelischen Gemeindesaal. Tritt auf? Er sagt es. Heute Abend? Heute Abend. Alfred, es ist nicht so einfach, ein Frackhemd zu bügeln. Ich mache es schon. Nur lass nur. Aber ich möchte es selber machen. Ja, ist gut, Alfred. Ich habe immer darauf geachtet, dass die Kleidung in Ordnung war. Kein Fleck auf dem Anzug, kein Stäubchen auf den Schuhen, das Hemd makellos weiß. Diesen Kleinigkeiten und ihrer Beachtung habe ich meinen Erfolg zu verdanken. Unter anderem, selbstverständlich, unter anderem, Sie kennen doch meinen Namen. Ja, ich erinnere mich. Sie erinnern sich? Ich glaube, ich habe Sie irgendwo gesehen. In einem Kurort. Das kann nur in einem Kurort gewesen sein. Ich bin doch in jedem Kurort wie zu Hause gewesen. Ob an der See, Nordsee, Ostsee, ob in Bayern oder Schwarzwald, da kenne ich doch jede Kurpromenade. Alfred, bitte, machst du doch das Hemd. Ja. Wohin fahren Sie im Urlaub? Oh, wir sind ganz gerne an die Ostsee gefahren. Ostsee. Travemünde. Das muss Travemünde gewesen sein. Ich habe eine große Zeit in Travemünde. Herrgott, war das eine Zeit. Das Strandleben, die Strandpromenade in der Luft, Heiterkeit, dazu das Kurkonzert, Palazzo, Cavalleria Rusticana. Die Leute hatten Zeit. Sie gingen auf und ab, begegneten einander, begrüßten sich, sprachen miteinander. Sie waren gut gestimmt, die Leute. Es war ein prachtvolles Publikum, das sich abends im Kursaal versammelte und bereit war. Sie verstehen, was ich meine. Bereit, sich zu amüsieren. Ich kam an. Ich kam großartig an. Wenn ich die Bühne betrat und der Vorhang aufging, hatte ich schon Applaus. Der Kurpromenade, erkannten mich die Leute, kommt ein Mann zu mir, nimmt mich beiseite und sagt, wissen Sie, dass wir nur ihretwegen nach Travemünde kommen? Die Leute wollten lachen, sie wollten es. Sie hatten Lust dazu, Lust und Zeit. Warum bügelst du nicht? Du hast gesagt, du bügelst mein Hemd. Entschuldige. Geh, dann geh, 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 lass es mich machen. Das Hemd muss in Ordnung sein, darauf achten die Leute. Kann ich es heute Abend noch so anziehen, wie es ist? Wie spät haben wir denn? 3 Uhr. 3 Uhr? Ja. Ja, da ist noch eine Menge Zeit, eine Menge Zeit. Vielleicht werde ich den Vortrag ein wenig verändern. Vielleicht nehme ich diese ganzen Degenhardt-Geschichten wieder rein. Da lacht man doch auch heute noch darüber. Oder? Alfred! Ich gehe in Ursulas Zimmer. Ich überlege das. Ich überlege das. Er zerstört sich. Sie sehen einen Menschen, der dabei ist, sich zu zerstören. Der Humorist erstickt in seinem eigenen Gelächter. Was für ein Untergang. Haben Sie ein Gefühl dafür? Ja, das habe ich. Er taugt nichts mehr. Seine Geschichten sind ein Dreck wert. Er ist ein ganz mieser Konferenzier mit ganz miesen Geschichten. Es kotzt mich an, wenn ich diese Geschichten höre. Mir kommen die Tränen, wenn er davon erzählt. Vor Lachen kommen mir die Tränen. Kurkonzert. Und auf und ab die netten Leute.
sie sich als Nachtisch zu ihrer Vollpension ein paar Witze erzählen lassen. Von einem Herrn, der dazu einen Frack anziehen muss. Ich denke, Sie sind sein Freund. Natürlich bin ich sein Freund. Das steht doch auf einem ganz anderen Blatt. Aber sowas begreifen Sie wohl nicht, was? Ich versuche es. Wann ist der Weidermann gestern Abend aus dem Haus gegangen? Gegen 7:30. Und Sie blieben hier in der Wohnung? Ja. Der Hausmeister von gegenüber hat Waldermann mit seinem Koffer in der Hand weggehen sehen. Ein paar Minuten später sei Ursula Waldermann vorgefahren, sagt derselbe Hausmeister. Sagte. Sie ist dann hinauf in die Wohnung gegangen. Glauben Sie? Ja, Sie müssen es ja wissen, Sie waren ja hier. Ich habe sie nicht gesehen. Bedauere. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Möglicherweise war ich hinten in meinem Zimmer und habe nichts gehört. Warum wollen Sie nicht sagen, dass Sie Ursula Waldermann gestern Abend gesehen haben? Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Ursula? Bestens, Herr Kommissar, bestens. Aber wenn Sie von mir verlangen, dass ich sie beschreiben soll, das kann ich nicht, weil es gibt junge Menschen, heutzutage, Herr Kommissar, die sich mit nichts vergleichen lassen. Manchmal sind sie ganz neu oder ganz alt. Das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind sie zum Anbeten. Sie war die reine Barmherzigkeit, Herr Kommissar. Was soll ich denn ohne sie machen? Ich kann doch gar nicht ohne Sie leben. Herr Kommissar, was soll ich machen? Sie machte alles. Sie machte alles für mich. Sie zog mich an. Sie knöpfte mir das Hemd zu. Hallo. Hallo. Wollen Sie sich das auch nicht entgehen lassen? Nein. Ich weiß nicht, ob Sie auf Ihre Kosten kommen. Ja, das werden wir ja sehen. Ich habe doch gar keine Eintrittskarte. Na? Ich habe eine für Sie besorgt. Bitte. Ich gehe sonst nicht zu solchen Veranstaltungen. Wieso haben Sie Ihren Freund noch nie auf der Bühne gesehen? Warum? Ich kenne doch seine ganzen Geschichten. Sagt ein Mann zu seinem Freund, wie Sie da gerade in der Zeitung in New York wird alle 5 Minuten ein Mann überfahren. Ist das nicht fürchterlich? Sagt der Freund, wie hält der Kerl das bloß aus? Das habe ich zu Hause umsonst. Warum soll ich mir das auf der Bühne ansehen? Warum tun Sie es denn heute? Weil es heute ein besonderer Fall ist. Wir gehen in die Garderobe. Kommen Sie mit. Ist der Saal voll? Ich habe die letzte Karte gekriegt. Du, weißt du, ich überlege, ob ich den bringen soll mit der Volkshochschule. Kennst du den von der Volkshochschule? Wie ging das nochmal? Hans trifft seinen Freund Karl. Karl sagt, Hans, wo bist du denn überhaupt? Man sieht dich nicht mehr. Beim Skat sieht man dich nicht und man sieht dich nicht beim Kegel. Sagt Hans, ich bin in der Volkshochschule. In der Volkshochschule? Sagt Karl, ja, was machst du denn in der Volkshochschule? Ja, da lernst du ungeheuer viel. Sagt Hans, pass auf, ich frag dich etwas. Ich frag dich, Napoleon. Napoleon, sagt Karl. Cognac, sagt er, bist du denn wahnsinnig? Kaiser der Franzosen, Schlacht bei Austerlitz. Ich frag dich noch was. Puschkin, sagt Karl. Wodka, großer russischer Dichter, Literatur, verstehst du? Sagt Karl, darf ich dich auch etwas fragen? Sagt er, ja. Frag doch, bitte. Sagt Karl, kennst du Wieczorek? Wieczorek, nein, beim W sind wir noch nicht. Siehst du, sagt Karl, Wieczorek, das ist der Kerl, der immer abends zu deiner Frau kommt, wenn du in der Volkshochschule bist. Gestern Nachmittag bügelte Ursula das Frackhemd. Ich kochte Kaffee für uns alle und er stellte sein Programm zusammen. Es ist so schwer, sagte er, die Leute zum Lachen zu bringen. Sie sitzen da. Ich sehe ihre Gesichter wie weiße Flecke in der Dunkelheit. Und ich frage mich,
machen Sie nicht. Und plötzlich drehte er sich zu Ursula um. Warum lachst du eigentlich nicht? Ich habe dich das noch nicht gefragt, aber jetzt frage ich dich. Warum lachst du nicht? Warum willst du denn das wissen? Das ist keine Antwort. Drückst du dich um die Antwort? Nein. Dann sag es! Warum lachst du nicht? Kannst du es nicht? Nein, ich kann nicht. Du kannst es nicht? Warum kannst du es nicht? Sind die Sachen nicht gut? Darum geht es nicht. Natürlich geht es darum! Sind sie nicht gut? Nein, Vater. Nein. Du hast mich gefragt und ich antworte, weil du mich gefragt hast. Warum sind sie nicht gut? Die sind doch ausprobiert. Ich bringe sie schon seit 30 Jahren. Wieso kannst du sagen, dass sie nicht gut sind? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Danke. Nicht nötig. Verzichte. Und ich will dich auch nicht mehr sehen. Unten links. Dein Gesicht, das nicht lacht, kann ich nicht ertragen. Sie fuhr weg. Ich weiß nicht, wohin. Sie war unglücklich. Und er war es auch. Abends packte er seinen Koffer und wartete. Warum kommt sie denn nicht? Ich muss doch los! Du hast gesagt, du willst sie nicht sehen. Den Wagen brauche ich. Muss ich mit der Straßenbahn fahren? Den Frack im Koffer! Er ging. Und wann kam Ursula? 2-3 Minuten später. Wo ist er? Ist er schon weg? Er ist gerade aus dem Haus. Er ist zur Straßenbahn drüber. Ich hole ihn noch ein. Hat Ihre Tochter Sie eingeholt? Herr Waldermann. Ja. Ja, sie hat mich eingeholt. Komm rein, Vater. Ich brauch dich nicht, ich gehe zur Straßenbahn. Ich kann nicht sehen, wie du da mit dem Koffer gehst. Was hast du gegen den Koffer? Es ist mein Beruf, mit diesem Koffer zu gehen, einen Frack anzuziehen. Steig ein. Wir fuhren eine ganze Weile. Und keiner sagte etwas. Ich fing dann an, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Warum bist du doch noch gekommen? Ich bin gekommen. Frag nicht. Ist doch gut so. Es ist nicht gut so. Ich will wissen, woran ich bin. Bin ich schlecht? Bin ich wirklich am Ende? Ursula! Hör auf, Vater. Hör auf. Mach etwas anderes. Irgendwas. Aber hör auf mit dem, was du jetzt tust. Bin ich so schlecht? Ich weiß nicht, was es ist. Was du sagst. Was du da erzählst. Und all diese Witze. Man kann sie nicht mehr hören. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es geht nicht mehr. Das alles hat seine Wirkung verloren. Halt an! Halt an, sag ich! Du sollst anhalten! Hör mir doch zu, Vater. Lass mich gehen! Warum verstehst du mich? Doch, ich versteh dich sehr gut. Nein, du verstehst mich nicht. Doch, ich versteh dich sehr gut. Lass deinen Koffer los. Ich brauch dich nicht. Ich brauch niemanden. Der Volk kommt wieder. Er muss wiederkommen. Er wird wiederkommen. Geh mir aus dem Weg. Hör mir zu. Komm, lass mich doch los. Brauch dich nicht. Brauch niemanden. Geh allein. Ich geh allein. Ich brauch niemanden. Vater. Brauch dich nicht. Vater! Ich weiß jetzt noch nicht, Herr Kommissar, was eigentlich passiert ist. Sie ist gefallen, auf den Boden gefallen. Das habe ich noch gesehen. Aber mehr nicht. Ihr Auftritt, Herr Waldermann, haben Sie das Zeichen nicht gehört?
ist denn ausverkauft? Bis auf den letzten Platz. Eine ausverkaufte Vorstellung. Herr Kommissar. Geht's hier raus? Ich habe sie umgebracht.